Hey, Schoss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Ich bin Chesedone5 und ja, erstmal. Oh, wir haben wieder eine. Oh, die Mods, ne? Die Waffe hier. Nur mal so. Das ist alles gerade. Ich brauche Kohle. Sie ist dein erstes Ziel. Sei vorsichtig. Ich brauche definitiv Kohle. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Du hast nie ein gutes Gefühl, Grün. Oder Lila. Oder wie auch immer dein Name ist. Und scheiße, ihr haltet 5 Tilga-Patronen aus? Ist das euer Ernst? Oh, Jesus. Haha. Das ist wie Pokémon. Erst schwächen, dann abschießen. Es sei denn, sie gehen vorher drauf. Dann ist natürlich auch so eine Pokémon-Problematik. Bitte melden Sie sich beim Wachdienst. Sie stehen auf meinem Parkplatz. Da gar nicht. Du stehst auf jedermanns Parkplatz. Das ist das Problem. Boah, Flashbang. Einem Bot befehlen, sich in eines dieser Kugelschlösser zu hacken. Nö, Laser. Anti-Laser. So, das könnten wir machen, aber das wäre blöd, weil gibt hier noch Dinge, die wir machen können. Dabei müssen wir hier einmal zur Seite laufen. Ich glaube, hier ist irgendwo. Erstmal davon Munition, mal abgesehen. Er holt sich nur Munition. Hol mich schnappen, die Dö. Das geht nämlich, weil hier Munition liegt. Das ist der Joker an der Sache. Schnürfen, du. Ich glaube, ich nehme mal das Ding hier weiter. Obwohl die Magma-Kanone fast schon effektiver ist, teilweise. Sie ist schlicht und ergreifend ziemlich stark. Macht ziemlich stark. Boom. Ja, du darfst das mal sein lassen, da so rauszugucken. Das finde ich nicht so cool. Treffe ich überhaupt? Chill. Netflix und chill. Ihr seid süß, ihr kleinen Nervteile. Nur mal so. Eure eigene Existenz ist wertlos, aber ihr seid süß. Wie gesagt, das Coole hier dran ist, ich kann meine Bots die ganze Drecksarbeit machen lassen. Spart mir einiges an Arbeit. Gott, das Ding ist schon bald V3, wenn das so weitergeht. Sehen wir doch mal nach, was Sie dahinter erwarten. Noch mehr süße, nutzlose Dinge! Die hab ich am liebsten! Gib mir mal. Oh, ich habe nur noch einen Schuss. Hier. Okay, das Ding hat auch null Munition mehr. Okay, geheimnisvoller Krieger. Das gab gut Kohle. Das ist. Red nicht so viel. Hush, little child. Oh, Mann, ich kann es von hier oben riechen. Ratchet wird es nicht zu Fuß schaffen. Er muss sich den Puma von der anderen Seite des Sumpfs holen. Fun Fact, man könnte es zu Fuß schaffen. Aber es würde unnötig lange dauern. Deswegen, nö. Ich hole mir mal den Napalm-Mod aus dem ganz einfachen Grund. Alpha-Modifikationen können jeweils nur an einer Waffe eingesetzt werden. Also musst du sie von einer Waffe zur nächsten übertragen. Sammel. Nimm dir etwas Zeit, um deine Waffenmodifikationen zu konfigurieren. Wenn du sie richtig einsetzt, verleihen sie deinen Waffen erhöhte Feuerkraft. An einer Waffe können mehrere Alpha-Modifikationen eines Typs vorgenommen werden. Wähle eine Waffe, gehe runter zum Alpha-Upgrade und drücke die X-Taste, um das Alpha-Modifikationsmenü aufzurufen. Ach, schade. Stimmt. Auf jeden Fall der Tilga. Ich habe jetzt in den Tilga den Napalm-Mod eingebaut. Deswegen habe ich mir den gekauft, weil der Tilga macht so aktuell. Er macht 200 Schaden, sagt er. Tut er aber nicht. Sagen wir es mal so. Von daher, jetzt sollte der Tilga um einiges cooler sein, weil er jetzt eine Napalm-Lache hinterlässt. Und somit brauchen wir nur noch 2 Tilga-Munition für ein so ein Vieh. Das sollte es um einiges leichter machen. Mal davon abgesehen, dass wir uns an Holo-Schild jetzt auch noch einen Mod gegeben haben. Muy bueno. Napalm ist so das Geil. Und schon ist das Ding dafür mal ein Level up. Und kriegt einfach mal 50 mehr Damage.
Auf einmal ist das Ding tatsächlich effektiv. Begann, als sich zwei Männer um an den Pfannkuchen stritten. Und der Rest ist Geschichte. Ist es schlimm, dass ich die ganze Scheiße mitlabern kann? Nur mal so. Der Napalm-Mod ist geil. Der Napalm-Mod ist super. Das sei euch jetzt schon mal. Einfach diese Magma-Lache, die denn da auf dem Boden liegt, die verursacht an sich so viel Schaden. Das ist schon nicht mehr witzig. Ja, chill mal. Wir machen das schon. Ich sag mal so, wenn ich den Schockmod habe, ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Der Schockmod ist eine Sache für sich. Der macht die Viper schon nahezu broken. Komm schon! Bringt dieses kleine Vieh endlich um! Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan, Juanita? 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 Habt ihr doch keins gehuan? Ich hab hier nichts gehuan. Ich kann gar nicht hinsehen. Finger und Steckdose? What? Was geht mit dir, Junge? Du sollst hier Arbeit machen und dich nicht selber grillen. Glück gehabt. War kurz davor auszulaufen. Lass dir das mal, ich finde das nicht so cool. Leer. Böses Klick, Klick. Alles leer. Der Tilger ist so cool. Mit dem Napalm-Mod macht er sogar tatsächlich richtig gut Schaden. Das ist das Schöne an der Sache. Wow, ich hab... Wow. Jungs, ne? Ich wünschte, ich hätte für irgendwas Munition. Außer für den Holo-Schildwerfer. Hier, fresst mein Schild, ihr Säcke! Was wollt ihr tun? Das ist mein Labyrinth der Mauern! Man nennt es auch Labyrinth-Mauern. Ist nicht so effektiv, ich merk schon. Lasst mich einfach durch, ja? Dankeschön. Oh, verschwind mir aus diesem Sumpf, bevor ich noch verroste. Du kannst gar nicht rosten, dafür sorge ich, weißt du was? Mit Zahnbürste kriegst du hier Sonderbehandlung. Wo Leviathan steuert... Um des Leviathans zu erreichen, muss das Darkstar-Team... Wo Leviathan Arena betreten ist, ein Arbeitschef. Ich lieb den Puma. Geiler Buggy. Das ist ein geiler Buggy. Der fährt sich toll. Kabums. Konnte ich nicht auch irgendwie... Ich konnte zielen. Pseudo. Stimmt, das Ding hatte eine übergroße Kanone auf dem Rücken. Das habe ich ganz vergessen. Und das Ding hat so ein bisschen Auto-Aim. Das mit den Kameras sollten wir auch mal nebenbei noch erledigen. Einfach schlicht und ergreifend, weil es noch gute Erfahrung gibt. Habumski! Sag mal so, die Kameras einfach hier umzuschießen, das ist hier, ne? Es bringt schnell Geld, es bringt gut Geld. Scheiße, habe ich mir... Das ist der Hauptpreis in unserer Tombola. Ich hab eine Tombola? Tombolas sind... Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie eine Aggression gegen Tombolas, weil ich da nie was gewinne. Kannst aber auch gar nichts, ne? Jungs! Ich will das nicht selber machen müssen. Meine Schüsse gehen gar nicht so weit. Wow. Das Darkstar-Team braucht jetzt nur noch zwei Knotenpunkte. Da ist Kamera! So, warte. Nein! Ich steig aus dem Puma aus. Es wäre cool, wenn du mal stehen bleiben könntest, damit du anfängst zu brennen. Dankeschön. Bei den Stilpunkten möchte ich dann doch haben irgendwo. Boss, ich habe schon Affenkot gesehen, der schöner war als dieser Ort. Ups. Nice. Ich glaube, der Kill ging nicht an mich, aber egal. Ja, da. Blöde Kamera.
So, Jungs. Mag meiner einen am Rad drehen. Du. Schön für euch. Nur noch ein Knotenpunkt. Ihr kommt hier nicht lang. Ich lasse euch hier nicht durch. Gehst du von meiner Karre runter? Bra. Friss Napalm, Vieh. Na komm. Kamera. Die Kamera. Dann mache ich es halt selber. Alles muss man selber machen. Ich habe das Gefühl, das hier wird mich umbringen. Wappappa. Wenn ich wüsste, was das ist, dann hätte ich sogar tatsächlich gesagt, ja. Aber ich weiß, ich fahre gut. Ich kenne meinen Fahrstil und ich kenne ihn gut. Okay, das ist blöd hier. Ich hab den anderen getroffen, das wollte ich gar nicht. Wie viele fehlen mir denn dann noch? Das ist ein Pirscher. Ich konnte nicht aussteigen. Ich hab ganz vergessen, dass man das hier nicht darf. Ja, ich wusste doch, da war was. Shit. Kannst du nicht einfach aussteigen, wenn dein Schiff brennt? Du musst einfach hier wie ein Kapitän mit deinem Schiff sterben. So schaut's aus. Na komm. Dankeschön. Nein, nicht einsteigen in ein Auto. Magst du bitte... Dankeschön. Manchmal denke ich, ich hätte das Angebot von Zerstöre deine Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Du kriegst Urlaubsgeld? Da gibt's Urlaubsgeld? Diesen Mythos gibt's immer noch? Eigentlich wollte ich nur die Kamera. Umso besser. Swoop. Wow, und was war darin jetzt ebenso schwer? Guck mal so, was war da jetzt ebenso schwer dran? Oh Mann. Alles muss man... Er hat die okay. Etappe abgeschlossen. Jetzt verrat ihm, was er gewonnen hat, Juanita. Ernsthaft? Eine all-inclusive Reise zur Höhle des Leviathans, wo ihn Golf, Tennis, feines Essen und ein schmerzlicher Tod erwarten, während er langsam von den Säuren im Darm des Leviathans verdaut wird. Ew. Ich meine, so wie in Ew. Warum gucke ich eigentlich noch durch die Gegend? Ich kann das eigentlich... Ich könnte die ganze Zeit schon weiter. Ich habe das mit den Kameras gemacht, aber... Kann doch sein, dass ich einfach nicht aufgepasst habe. Wird mich schockieren, wenn nicht. Wahrscheinlich fehlt mir genau einer jetzt oder sowas. Wird mich bei mir nicht wundern. Mir fehlt immer dann so ein Teil. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen anderen Stilpunkt erhalten. Also an sich ist es mir egal am Ende des Tages. Okay. König der Leviathane. Die letzten Momente vor dem epischen Duell mit dem Königs-Leviathan. Das Darkstar-Team muss alle Kugeln hacken, um diesen Brocken aufzuwecken. Na dann, frohe Jagd! Mir stockt vor Spannung schon der Atem. Sicher, dass du nicht nach Luft ringst, weil du neben mir sitzt? Nein, das könnte der Grund für meine Übelkeit sein. Leviosa. Nice! Tod durch Napalm! Ja, das kann hier ein bisschen dauern. Nur mal so, das kann hier ein bisschen dauern, weil der muss jetzt alle Dings hacken. Alle Kugeln. Ich meine, es ist gut, dass sie das automatisch dann machen. Also sobald sie angefangen haben, dass sie da schlicht und ergreifend weiter hacken. Bis sie irgendwann draufgehen.
Das war dumm von mir. Okay, er hat den... Scheiße. Wo hast du das denn jetzt hingeschmissen, du inkompetentes Mistding? Oh, Johnny. Oh, warum hast du nicht gelernt? Chill, Netflix und chill. Nano ab, sehr schön. Ich rotz hier weiter mit meiner Dings rum, das ist cool. Nimm das Ding da aus dem Loch, das will da nicht sein. Keine Schuss mehr, ne? Ja, aua, aua, aua. Das hat sogar funktioniert, wow. Nippel doch ab! Nimm Feuerschaden! Sag mal, habt ihr schon wieder irgendwas vergessen zu hacken? Ach nee, guck mal! Da ist das Schnucki, ja! Nimm alles zurück, da ist das Schnucki-Ding, ja! Ja, Burschki, Burschki, Burschki! Das ist Müll! Okay. Das war dumm. Ich meine, ich habe schon wieder keine Munition, ne? Ja. Komm nicht wieder, okay. Ihr habt irgendwas gemacht. 300, das ist okay. Kampagne, sehr schön. Und ein Kabelwerfer. Jetzt kann ich mit Kabeln werfen. Ich glaube, das kann ich vorher schon. Missionen zurückkehren, um Erfahrung und Bowls zu sammeln. Bowls? Sieh mal an! Noch eine Hoverbike-Mission. Mein Lieblings. Me likey. Zeit für das heiße Hoverbike-Rennen. Ratchet fährt gegen die Uhr. Für jeden Kontrollpunkt, den er passiert, kriegt er ein paar Sekunden dazu. Macht euch bereit! Vor allem, ich fahre gegen eine Uhr. Stimmt doch gar nicht. Ich fahre gegen gar nichts. Bislang fahre ich schlicht und ergreifend gegen diese explosiven Container. Dagegen fahre ich. Aua. Und das ist auch, wie gesagt, das immer noch das größte Problem hier. Diese Explosivcontainer. Die sind uncool. Zumal man die nicht sehr einfach abknallen kann. Jeik. Das macht mehr Spaß als ein Bus voller Cheerleader. Das macht Spaß. Shit. Das hat funktioniert. Rückwärts, dankeschön. Das Ding hat einen scheußlichen Rückwärtsgang. Au! Okay, die Dinger gehen, schießen sich doch One-Hit kaputt. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist nur so bescheuert, damit zu treffen. Das war das Problem. Oh, fuck. Oh, fuck. Was für ein Kampf. Dieses Resultat hatte ich nicht erwartet. Okay, sehr schön. Zerstöre alle Inventar mit einem Landpirscher. Landpirscher. Sachen zerstören. Ja, ich mach hier einen kaputt. Leviathane! Sie müssen alle zerstört werden, bevor die Zeit abläuft. Ah, das Ding auch noch Spaß. Fress Müll. Mögt ihr bitte? So in etwa? Hallo, danke. Nee, pack deinen Laser ein, du Scheißteil. Wie bist du denn jetzt hierher gelaufen? Wirklich? Wieso haltet ihr Dinger nochmal so viel aus? Nur mal so. Scheiße. In die Richtung, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich mach mal Speedrun-Tactics, die nicht funktionieren, weil ich nicht immer seitwärts springen kann. Juanita, wenn Ratchet das überlebt, schneide ich mir mein wunderbares Haar ab. Tu nicht so, als sei dieser Deckel tatsächlich mit deinem Kopf verwachsen. Jetzt hör mal, das ist keine Perücke. Hier, fass mal an, los, zieh schon. Ja, los, zieh mal, richtig. Schon erstaunlich, was sich heutzutage alles transplantieren lässt. Nicht wahr? Hatte Trump auch gesagt. Gabadabusch! Das war der. Du auch noch. Wupp, wupp, wupp.
Das eine ist nur ein Teil von dem und der Rest ist einfach da. Ganz ehrlich, kommt gefälligst ganz raus, ihr feigen Teile. Ich habe auf jeden Fall eine Menge von den Biestern gefunden. Das genügt schon. Tod von oben! Death from above! Kabarabum! So eine ganze Salve ist auf jeden Fall ausreichend. Ach komm. Wirklich? Du nimmst keinen Schaden, wenn ich als Panzer auf dich springe? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ach, guck mal, da sind ja die letzten. Es sind zwar, ich brauche noch 3 und hier sind 4. Und ich sehe eigentlich, ich soll alle auslöschen. Ich möchte dich nur mal dran erinnern, Spiel. Ändere hier nicht die Regeln an mir. Finde ich nicht cool. Hier war doch noch einer. Ach, da drin. Ja, gut, dann lasse ich euch mal sein. Kronos. Nächster Planetos. Patros. Ich habe die Rangliste überprüft, Ratchet. Du hast genug. Es ist mir egal. Es gibt hier, glaube ich, noch was. Es gibt hier nichts zu tun. Okay. Das heißt, beim nächsten Mal gehen wir nach Krosnos. Nach Schokokrossis. Oder sowas in der Art. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Mäh.